Allein hat man es nicht immer leicht. 200.000 sogenannte Ein-Personen-Unternehmen gibt es in Österreich. Jedes dritte davon möchte eigentlich wachsen, also zumindest einen Mitarbeiter aufnehmen. Das sind fast 67.000, mehr als die Einwohner von St. Pölten und Eisenstadt zusammen. Die Entscheidung für den ersten Mitarbeiter ist ein mutiger Schritt. Den soll jetzt die neue Lohnnebenkostenförderung erleichtern. Damit wird der erste Mitarbeiter leistbar. 25% der Bruttolohn- und Gehaltskosten werden refundiert, sofern ein Mitarbeiter unter 30 Jahre ist und zuvor arbeitslos gemeldet ist für einen Monat oder direkt seine Ausbildung beendet hat. Alle wichtigen Infos dazu gibt es auf dem EPU-Portal der Wirtschaftskammer unter dem Punkt Mein erster Mitarbeiter. Heider Schnaver hat den Sprung ins kalte Wasser schon hinter sich. In meinem Fall ging es darum, einen Solution Sales, einen Vertriebsmann zu finden. Bei mir war es eben ganz konkret die Förderungen für den Mitarbeiter, die mir diese Überlegung im Kopf einfach erleichtert haben, zu sagen, ich gehe das Risiko ein, obwohl ich weiß, dass es natürlich ein Risiko auch für mich jetzt persönlich ist. Auf der anderen Seite, ohne Risiko gibt es auch kein Wachstum. Aber nicht jeder, der zu viel Arbeit hat, hat auch zu viel Geld für einen Mitarbeiter. Ob sich der erste Kollege rechnet, kann man mit einem sogenannten Break-Even-Rechner auf der WKO-Website rasch ermitteln. Man sieht, wie viel Mehrumsatz notwendig ist, um alle Kosten personalseitig und auch für die Infrastruktur abzudecken. Also, wie soll er denn nun aussehen, der erste Mitarbeiter? So vielleicht? Na gut, lassen wir das lieber. Chef und Mitarbeiter sollten auf jeden Fall zusammenpassen. Von dem her muss man gut miteinander kommunizieren können. Es ist wichtig, dass man entsprechend delegiert als Selbstständiger, der bisher alles selbst gemacht hat und ein Letztentscheider auch war bisher. Da ist es gar nicht so einfach, Dinge dann abzugeben und das zu erledigen zu lassen und sich dafür wiederum auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren und sich so freizuspielen. Wem das Sorgen bereitet, für den gibt es einen eigenen Kurs, den Wirtschaftskammer und WIFI gemeinsam konzipiert haben. Dort kann man dann schon einmal üben, wie es ist, Chef zu sein.